So, Bobby. Hallo, sag hallo zu deinem neuen Zuhause. Oh. Vielleicht können wir Bobby ein bisschen was geben. So, da denkt man mal. Wir machen ja eh gerade wieder 16 Liter, also. Schauen wir mal. 30 Liter gingen da rein. Und wieso steht da unsafe? Ich habe ihm gerade frisches Wasser gegeben. Bobby! Wasser! Wasser! Ja, er trinkt. Wie viel hat er getrunken? Hört er eh auf? Der trinkt einen Liter. Wow. Das ist nicht wenig. Schauen wir, wie lange es vorhält, aber... Ich glaube, das letzte Mal haben sie auch einen Liter am Tag haben sie gleich geschafft. Das ist nicht wenig. So, heute brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr viel starten. Unser Fahrtdeko ist dann bald am Ende. Die letzten Zombies verglühen noch in der Abendsonne. Am nächsten Tag wird auf jeden Fall eine Erkundung durchgezogen. Zuerst da machen wir es Salzwecker. Wohin damit? Oh, alles voll. Alles volle. Volle Kanne Hoshi. Wir könnten uns zuerst Bandagen machen. Oh, da ist Kleidung drinnen. Ah, die können wir endlich wegräumen. Die hat Platz. Und zwar hier. Und das können wir sie auch gleich mitnehmen. Oder, na, da räumen wir um, habe ich gesagt. Das ist das Cola, das unendlich lange hält. Dann nehmen wir sie lieber dort zwei Cola mit. Einmal. Zweimal, die können eh schon weggetrunken. Wir nehmen sie gleich alle drei Cola mit. Und hier. In der letzten Version, in der letzten Alpha-Version, waren die noch grün. Das Cola drauf gestanden. Wir haben schon wieder Hunger. Ja, das ist, wenn man... Ich glaube, wenn wir schon wieder... Ja, wir sind schon wieder mit dem Fahrtdeko ganz unten. Eat. Essen wir zwei Bärensteaks, es kommen uns eh dann Wecker. Und dann gehen wir heute mal früh schlafen. Dafür gehen wir, kommen wir schneller zu unseren Erkundungen. So, drink until enough. Dann geht's am nächsten Tag gleich. Heiter weiter! Ein kleiner Safe. Und dann resten wir. Resten mal 10 Stunden. Das ist Fahrtdeko ordentlich aufbaut wieder. Health baut sich auf jeden Fall ordentlich auf. Okay, noch eine Stunde. Der Morgen. Der Morgen der Entscheidungen. Dann füllen wir gleich noch unser Trinken. Obwohl wir eigentlich genug Trinken mit haben, füllen wir es lieber. Essen. Wie schaut es mit Essen aus? Haben wir noch ein, zwei
Ja, eine Dose Bohnen haben wir. Das passt. Und dann haben wir das da einer. Das da haben wir jetzt auch da einer. In Sledgehammer haben wir sicher jetzt aber da auch eine. Das können wir lassen. Und dann speichern wir. Und machen uns auf den Weg. Hinauf oder hinab zu neuen Gebilden oder Gefilden. Ich möchte mir die große Stadt heute ansehen. Ich bin nur ein armer kleiner Landjunge. Ich gehöre in die große Stadt. Und den Weg gleich hier ausprobieren. Uiuiui, du auf. Das müssen ja profillose Raffen sein. Angeblich, gibt es hier, ja, hier, eine Straße. Das soll uns ja genau dorthin bringen, wo wir hinwollen. Ich meine, das haben so Straßen meistens an sich, dass sie uns dorthin bringen, wo wir hinwollen. Aber schauen wir mal, ob das wirklich auch die Straße tut. Da ist sonst noch nix. Oh, da sind wir schon. Direkt daher. Oh, was war das gerade? Okay, die bringt uns wirklich gleich direkt hierher. Spannend. Dann können wir gleich da weiter. Wir fahren da schon sehr knapp vorbei. Da ist die Kirche. Da ist das eine Häuschen. Und hier war ein Strommast. Nase best. Dann schauen wir mal, ob den Weg. Der Weg ist sicher nicht schwer zu finden. Aber ob es wirklich hineingeht auch in diese große Stadt. Die einen Eingang hat. Genau, da wollen wir her. Moment, ist das eine Zufahrt schon? Ist das ein Tor? Schaut nach einem Tor aus. Oh, wir kommen da schon mal hinein. Ja, nice. Ich bin aber schon sehr gespannt. Es wären doch die richtigen Autos. So einen kann ich nicht fahren. War ja klar. Kann ich nicht einmal looten. Ob da irgendwo Benzin drinnen ist. Hier haben wir ein bisschen Performance-Probleme. Da komme ich nicht rein. Das ist ein Wassertank. 100 Liter. Ich weiß nicht, was sagt das? Das sind 1000 Liter. Oder? Mindestens. Mindestens, wenn nicht mehr. Wenn nicht überhaupt gleich 5000.
Damit hat man ordentliche Menge Wasser destillieren, aber ich glaube, wenn der einmal voll war, so schnell wird der nicht leer. Wobei ich mich eins wirklich frage. Was ist gleich der nächste? Wenn man sich so Wasser aufbereitet und das da rein tut, schmeckt das nicht, wenn ich ein Wasser daheim stehen lasse? Das schmeckt ja nach einer Zeit richtig abgestanden. Also wenn man sich das jetzt dann so kochen und so einfühlen da, schmeckt das nicht nach irgendeiner Zeit dann auch so richtig abgestanden? Das geht. Kann man da aufs Dach laufen? Ah, nein, kann man nicht. Oder möglicherweise vielleicht schon, aber... Viel gibt's da aber nicht. Es ist zwar alles ein bisschen da, aber ich glaube, da fehlt noch. Schön, wirklich schön eingerichtet. Sehr karg, aber doch. Und da ist sicher viel Potenzial da. Und vielleicht hat das noch irgendwas zum tun, einmal mit einer Handlung. Mich würde es wirklich interessieren, wann da eine Handlung kommt. Ich meine, bis jetzt ist die Handlung nur, dass wir aus dem Nebel, wir sind immun, er ist einfach auftaucht, der Nebel, wir sind immun, unser Camp, wo wir vorher waren, ist angegriffen worden. Ah, da sind wir. Und wir sind hinausgerannt in den Nebel. Und jetzt? Ich meine, das Camp, wo wir vorher waren, müsste ja auch irgendwo gewesen sein. Da steht ein knallroter. Boah, das ist ja riesig. Zum Glück haben wir Zeit. Bin da ein bisschen trotzdem schneller machen. Das muss dann außerhalb sein, okay. Was ist da? Nix. Hier gibt es aber nicht einmal einen Raffen. Super. Wir brauchen ihn eh nicht, aber... Weil es ist... Wieso schon wieder? Die habe ich nicht mitgenommen. Also das sehen wir nicht haben, aber das muss doch irgendein Bug sein. Schon wieder. Weil jetzt zur Zeit da wir ja nur mehr trinken und essen. Ah nein, das ist das Gute. Trinkt man das. Drink. Dann essen wir noch einmal gar. Eat. Bevor es dann eh gleich fort ist. Dann trinkt man noch einmal. Und dann nehmen wir sie gleich den 2,5 Liter Kanister mit. Das verschwindet, schaut euch das an. Wie schnell dass das verschwindet, haben wir irgendein Verstimmungsstatus. Hallo? Bin in einem Koffer drinnen. Status. Na. Wir verlieren unheimlich schnell Essen und Trinken. Aber wirklich unheimlich schnell. Das ist aber an dem, was wir looten könnten. Da war da nichts drinnen. Aber wir waren da, beim Roden. Ist da noch was vom Programmieren übrig geblieben? Pfeil?
Ich habe Angst. Ich glaube nicht, dass wir da noch schon her sollten. Ich habe Angst, wenn ich da jetzt da hupf. Muss man nicht mehr aufkommen. Wo geht das hin? So viele Fragen, so wenig Antworten. Oh, hätte ich gar nicht drüber hupfen müssen. So wenig Zeit. Aber wir sind noch immer in einer Art vor. Da ist gar nichts noch. Da kommen wir auch nicht rauf. Schade. Wir könnten probieren, über das drüber zu steigen. Da können wir sicher noch teilweise gut entlang. Da waren wir eh noch nicht drinnen, aber zum Holen gibt es da eigentlich auch nichts. Ist zwar eine riesige Stadt. Also, wir sind noch gar nicht in der Stadt. Die Stadt ist erst da hinten. Wir sind auf einem Fabriksgelände, würde ich mal sagen. Okay, da gehen wir nur da weiter. Ob das gewollt ist, dass ich mich da so überall bewegen darf? Oh, ist was? Ah, okay, das war's schon. Mehr ist da noch nicht. Muss ich nur aufpassen, dass es mit dem nirgends oben hat. Da. Muss ich den Weg wieder so zurückfinden, wie ich gegangen bin. Okay, also da hat es wirklich noch nichts zum Entdecken geben. Erst dann schauen wir mal, ob wir in die Stadt kommen. Man weiß es ja nie. Schauen wir mal. Was sehen wir denn hier? Da geht's vorbei, da waren wir, da sind wir ja. Auf jeden Fall, da passiert noch etwas. Also ich hoffe, dass da noch was passiert. Das muss ich ehrlich dazu sagen, weil das so groß zu programmieren, sowas Großes und dann das so leer lassen, wäre wirklich extrem schade. Da ist erst die Stadt. Oder die kommende Stadt. Das schaut eher aus, als ob das gerade erst im Entstehen wäre. Müssen wir noch einen Weg einfinden. Voilà. Da. Nein. Die Frage ist, ob es einen Weg eine gibt. Moment. Nö. Aber Road closed. Das ist halt eine Straße. Nee. Auch kein Weg hinein. Auch kein Weg hinein. Auch kein Weg. Okay, so gestern nicht, da gibt's keinen Weg hinein. Hm.
Nur weil er noch nicht so weit mit dem Programmieren vielleicht ist. Wäre extrem schade, gerade das möchte ich erkunden. Das ratzt mir schon seit das erste Mal da gesehen habe. Da könnten wir her. Moment. Ich glaube, da geht's rein. Hallo, Lo. Ja. Da geht's rein. Jetzt bin ich gespannt. Unser Inventar ist noch sehr leer. Ich habe nur Angst, da zu viel umeinander zum Kraxeln, dass ich mich irgendwo durchglitsch. Na super, da gibt's aber auch nicht wirklich viel da, Werner. Ziegelsteine. Was ist das? Zement? 30 Kilo? Components! Also hier gibt's schon zum Sammeln. Metal Scraps, ja super. Das kann ruhig so weitergehen. Und Zement. Unendlich Zement. Das möchte ich noch gar nicht zum Mitnehmen. Eigentlich möchte ich da mehr erkunden. Den Bagger. Den nehmen wir sie. Mit den fahren wir. Mit den fahren wir wieder zurückkommen. Ich meine, wäre das cool, wenn ich mit dem zurückfahren könnte. Oder überhaupt so ein bisschen herumcruisen könnte. Zombie, no problemo. Banditos, no problemo. Wir sind Baggerfahrer. Man da irgendwie sicher runter? Okay. Components. Und ja, vorher da schon gelegen. Gut, da kommt man aber noch nirgends rein. Metal Scraps. Zement, ja, aber wie gesagt, den würde ich noch gar nicht so mitnehmen. Ein Blumsklo. Marke Dixi. Das ist ja... da sind wir. Noch mehr Metal Scraps und Components. Edelsteine. Die braucht ihr jetzt in der Hammer. Da steht da Road Closed. Ich glaube nicht, dass da eine Straße durchführen sollte. Auf jeden Fall nicht da herum. Da unten ist interessant. Kommt man da? Kommt man da vielleicht irgendwie runter? Wer weiß, was da unten noch gibt. Da gibt es auf jeden Fall mehr Metal Scraps. Ich glaube, da kann man runter. Kommt man ein Gebäude hoch? Das wäre auch interessant. Bis jetzt habe ich noch kein Gebäude gesehen, was man offen. Was ist denn das überhaupt für ein Gebäude? Ah, es geht draußen. Draußen, oder? Okay, aber da gibt es noch gar nichts. Schade. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte das eigentlich. Da runter. Ja, keine Alpha-Wand bis jetzt noch. Nebel auch noch Gott sei Dank nicht. Der macht mir eigentlich gerade mehr Sorgen, weil da bin ich ja noch ausgeliefert. Ein bisschen Dankel. Ich bin neugierig. Irgendwas muss ich ja dann noch am Berserker von Tunnel vorhaben.
Weil ein Tunnel gibt es ja eigentlich nicht. Ah, da sind wir eigentlich komplett durchgegangen jetzt dann, oder? Ah ja. Auf! Ist das ein Aufzug? Und wir können nicht betätigen. Das ist ja Mörderunfall. Ah, wir sind schon auf der anderen Seite. Ich finde das schon unfair. So viel Spielzeug. Ah, das sind keine Components. Da ist ein Hammer, eine Zange, ein Pinsel, damit wir mal in Häuschen einen neuen Look verpassen könnten. Können wir nicht aufnehmen. Auf jeden Fall, glaube ich, ist das der Punkt, wo wir sich nachher die Ziegelsteine und Zement holen sollten für die Garage, wenn wir spawnen. Ah, da hinten steht unser Auto. Ich glaube jedenfalls, dass das unserer war. Ich glaube schon. Mal weiter. Wir haben ja noch nicht alles abgesucht. Ja, da rein. Hallo, eine Treppe nach oben. Das ist mörder verwirrend gerade da. Anscheinend gibt es keine Treppe nach oben. Nur immer wieder aufblitzende Durchscheinungen durch die Wand. Nein. Ich hoffe, ich komme jetzt dann raus. Einer kommt, bin ich. Quatsch mal. Ja. Ah ja. Oh. Eine Treppe. Das gleiche, nichts. Ich muss darauf schauen. Da ist die Tür offen. Da ist eine Treppe nach oben. Die wollen das. Der Programmierer will, dass wir darauf schauen. Da ist nichts. Also jeden Raum da kontrollieren ist dann vielleicht um ein kleines Secret zu finden. Das wäre schon hart. Irgendwo, wer weiß wie hoch das jetzt dann geht. Ich hab die Stockwerk nicht gezählt. Tut sie nicht viel. Wir schauen einmal nur bei jedem Stockwerk eine. Ja. Schön! Jetzt würde er Strich ganz auf. Ja. Da glaube ich, können wir durch. Schön! Wir müssen da ganz rauf. Ich muss nur die Treppe wiederfinden. Ja, hier. Kurzer Blick hinein. Plackern ist auf jeden Fall unheimlich viel vertreten. Also so ganz zieht es da noch nicht mit. Aber wie hoch geht denn das? Ist auf jeden Fall... Ah, wow! Guck mal einer schon, da sind wir nicht bei nix. Ah, guck. Kabeltrommel, Kabeln. Wir sind schon wieder dehydriert. Ah, da gönnen wir uns mal gleich einen Schluck. Schön. Gibt es irgendwas zum Einsammeln? Die Steine können wir nicht einsammeln. Treppe. Ah, Leiter, meine. Keine Treppe. Kran. Wenn ich da ist, dann Speicher. Und stirb. Dann die Frage, was passiert dann nachher, wenn sie das Gebäude vielleicht nicht schnell genug aufbaut beim Laden?
Stock jetzt noch höher. Das andere war halt noch höher. Den Kran auf, bis da ganz oben. Ich habe nicht gespeichert. Ich sage es nur. Genießen wir einfach mal die Aussicht für ein paar Sekunden. Schön. Schöne Map. Groß. Und da unten. Merkt man sich das? Wahrscheinlich nicht, aber schauen wir mal. Unser Auto. Schön. Wirklich, wirklich schön. Jetzt schauen wir die Berge nicht so wild aus. Entweder kommen wir auf die Berge noch voran. Dürfte das noch nicht das Ende der Map sein? Na. Wunderschön. So. Na dann. Alles wieder runter. Mehr gibt es ja nicht zu sehen. Wäre interessant, hier Nebel oben. Aber alles sehr nach oben. Es gibt hier eigentlich, was mich wundert, kaum unterirdische Welten. Waren die schon vorher da? Ein Haufen Metal Straps. Die Container kommen wir nicht rein. Ja, das zahlt sich aus. Zement. Bisschen was. Da ist nichts drinnen. Ein bisschen was looten wir hier schon. Aber ansonsten kann es ja auch nicht Handlungstechnisches zum geben. Also wenn man sagt, da könnte man eine Handlung daraus schließen. Dürfte es hier nicht geben. Einfach eine Baustelle in der Apokalypse. Aber trotzdem schön und wer weiß, was hier noch passiert. Ich bin sehr gespannt auf die weiteren Updates noch. Aber das wird, wie gesagt, das wird noch dauern. Er programmiert alleine. Und ich glaube, es hat da noch einige Bugs zum Fixen. Oh, das waren gleich 3 Sackeln Zement. Weißt du, was ein Zement lassen wir einmal da? Den brauchen wir jetzt noch nicht mit. Wir haben da irgendwas. Oh, Moment. Wir machen jetzt einen Speicher runter, bevor wir da weiterfahren. Ich trau der ganzen Sache nicht. Ein Bug, ein irgendwas. Wir haben hier sehr viel gefunden. So ganz traue ich den Satansbraten nicht. Noch schöner hätte ich den Baum auch nicht mehr anziehen können. Aber das da erinnert mich ein bisschen an die alte Map. Muss ich auch dazu sagen. Das mit der Stromleitung. Das Ganze. Ein bisschen was hat es von der alten Map. Also ich glaube nicht, dass er die alte Map hundertprozentig ausgenommen hat. Wir haben ja gesehen, die Mine ist eindeutig die alte. Das gewesen da unten. Ah, das war ein See. Na. Das war es, was wir gesehen haben. Ja!
Das haben wir gesehen.